Willkommen zurück zu einem neuen Part von Isonzo. Zurück an der Front. Bei mir ist wieder Sonntag. Ich erspare euch das Singen, weil sonst kriege ich wieder eine Klage wegen Körperverletzung. Das wollen wir ja nicht. Ich hoffe, ihr habt euer Wochenende erfolgreich verbracht. Jetzt noch den Sonntag gemütlich verbringen, weil ja morgen wieder Montag ist. Also jetzt, wo ich aufnehme, wenn das Video dann hochkommt, ist schon Mittwoch. Aber naja. Ich sage mir immer, wenn die Zeit schnell vorbeigeht, macht man was richtig. Capretta! Wollen wir mal gucken. Aber es ist die Karte ist im Angreifermodus, finde ich, am schwersten zu spielen. Gerade die eine Stelle, wenn man da den Hügel rüber ist, weil die B-Fahne, Sprengdings, ist extrem schwer zu holen. Wenn man mich fragt, aber mich fragen ja die wenigsten. Also, was bin ich? Ich bin ein Verteidiger, hä? Also, was haben wir denn da? Machen wir mal Offizier wieder. Dann würde ich sagen, wir spawnen B. Danke. Good morning, guys. Please defend B. It's more important than E. Thank you. So, haben wir hier noch. Aber wir könnten trotzdem, wenn wir was haben, wir haben gar nichts mehr. Gut, der baut da was, das ist auch nicht schlecht. Autsch. Lass den ruhig A. Den haben wir. August Winbeck. Mal ein bisschen noch nach beiden Seiten verstreuen. Da drüben kommt einer. Ich sehe ihn doch. Wie gesagt, ich muss mich auch noch ein bisschen wieder gewöhnen zu zocken. Da drüben steht einer. Hier kommen sie natürlich jetzt durch die Gassen durch. Was haben wir denn da? Nebelwand haben wir. Nee. Gut. Du bist tot, Heinrich. Heinrich, was machst du denn? Meiner hier. Hier hin. Ich hätte eigentlich verteidigen sagen sollen, nicht stürmen, weil wir stürmen ja nicht. Oh, das ist nicht gut. Ah, nicht gut. Komm mal hierher. Was haben wir hier? Rauch oder? Ja, ich hätte weggehen sollen. Defend B, guys. Warum alle wie dumm auf A rennen, das versteht keiner. Okay, die wollen ums Verrecke A zurückhaben. Versteht zwar kein Mensch, aber es macht auch nicht wirklich Sinn, aber naja. Verdammt nochmal, Defend B. Defend B. Doch, ja. Verlierst du beides, weil die Idioten ums Verrecken auf A gehen müssen. Du kannst A nicht halten, aber es ist, ja. Es ist halt witzlos. Schau mal, was wir reinkriegen hier. Nix, was irgendwie von Vorteil wäre.
Ja, jetzt verlieren wir B. Jetzt gewinnen die A dazu, weil die Idioten sich die ganze Zeit auf A verstellen. Ja. Hat jetzt viel gebracht. Okay, wir haben wieder alles dazu gekriegt. Würde ich sagen, wir hauen mal Sperrfeuer hier auf A drauf. Artillery A from me. Okay, die wollen unbedingt. Kann man eigentlich zwischen. Ah ne, das war das Falsche. Naja, können die was alle bei mir spawnen, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Aber ich müsste gleich die Artillerie runtergehen bei A von mir. Ich höre hier was. Er ist tot. Autsch, da schießt was hin. Müsste eigentlich mal meine Artillerie runterkommen. Wann kommt denn die endlich? Irgendein Schmutzfuß wirft hier Senfgas auf meinen Kopf. Was dazu so führt, dass ich nichts mehr sehen kann. Oh, da ist einer. Ja, schieß wieder daneben. Aber warum hat denn meine Artillerie nichts erwischt? Das finde ich irgendwie nicht so geil. Naja. Egal. Ich will halt ums Verrecke. Hier. Och, ich krieg immer die Feldkanonen aufs Gesicht. Weißt du, meine Feldkanonen treffen denn keine einzige Sau, aber ich kassiere dann hart immer die Schüsse ab. Das ist natürlich immer das Gleiche. So, wie wechsle ich hier eigentlich? Also. Aha. Ja. Also, was haben wir denn sonst noch so zur Möglichkeit, um zu unterstützen? Bomber lohnt sich eigentlich nicht. Aber man könnte die ein bisschen ärgern, indem man hier vorgelagert Phosphengas reinhämmert. Nehme ich hier noch ein bisschen was. So. Und dann vielleicht nochmal umswitchen danach, damit sie wieder bei mir spawnen können. Das ist meiner hier. Der hat hart kassiert. Schauen wir gleich mal. Ah, da liegt der direkt. Ja, ich schieß dreimal auf ihn drauf und dreimal passiert nichts. Bisschen weniger Feuer, bisschen weniger Mannstoppung das Ding, aber wenigstens trifft man was damit. Können wenigstens die Leute bei mir spawnen. Ich packe hier noch die Gasmaske wieder ein. Ja, er sieht mich halt 2 Sekunden. Ich schieße wieder durch seinen Kopf durch. Es ist wieder mal. Da kommt doch Freude auf. Es ist halt unnötig, weil wir halt B aufgeben für A und du kannst A halt einfach nicht richtig verteidigen.
Sobald die da sich nur ein bisschen festgesetzt haben, kannst du drauf gehen, dass sich da die halbe Welt zusammengefunden hat, um Hallo zu sagen. Avanti, Savoia! Speerfeuer. L'artiglieria sta sparando su queste coordinate. Vielleicht treffen wir ja was. So. Kann der Chef nämlich gleich mal bei mir spawnen. Außer das MG0815 liegt wieder hier. Jetzt hoffe ich, dass meine verdammte Artillerie irgendetwas trifft. Aber sieht nicht danach aus. Außer die braucht wieder 1000 Jahre, bevor sie sich da mal als Absicht zeigt. Was ist denn da? Oh, und dann renne ich mit so einem Zurückgebliebenen ins MG0815 rein. And that's happened when you not defend B. Please, now, concentrate on B. Und genau das ist das Problem. Das ist unsere. Müssen jetzt hier ein bisschen aufpassen. Vielleicht muss ich dann wieder zurück zum Revolver wechseln. Weil ich halt keine Mannstopper habe mit dem Ding. Das ist mein Phosphärengas gewesen, oder? Voilà. Genau, den hat es mit 10 kaputt gemacht. Ich höre hier Bomber. Er bringt halt nicht so viel. Was ist unsere? Was haben wir hier? Hier nichts. Müssen wir schauen, wo die da reinkommen. In der Regel kommen sie ja immer irgendwo rein. In der Regel ist es dann hier drüben. Gut, die haben eine Via Perosa. Der macht seine Arbeit. Die Fresse. Wird nicht kaputt gemacht. Das ist meine. Das sind unsere Leute wieder. Was haben wir hier sonst noch? Gerade leider nichts, was von Vorteil wäre. So, hier wird gehalten, Jungs. Also. Nee, da kriegen wir leider nichts, nicht so viel rein. Da drüben ist, glaube ich, jemand drin. Okay, die haben da hinten schon gebaut. Super. Okay, da ist noch einer, der mich verfolgt. Ah, oh, so viele. Jetzt haben die hinter uns einen Spawnpunkt gebaut. Wir verlieren die ganzen Außenposten wieder. Es ist halt witzlos, wenn du ein Team hast, das nicht defen will. Das
lieber die ganze Zeit da rumeiert, aber... Avanti, Savoia! Bringt halt nichts. Ist halt witzlos, die ganze Angelegenheit. Das bringt halt nicht viel. Mal eine Bomberstaffel. Mal hier. Hier rüberfliegen. Oh, die sind ja schon da! Ach Mann, ey. Ich hab wieder ein Team, ey. Also es ist. Unfassbar, was ich für ein Schläfer-Team habe. Defend A. Warum habe ich jetzt plötzlich... Gut, den haben wir wenigstens erwischt. Och Mann, der eine hinter mir. Was macht der denn? Geh doch da rein. Ja, was soll ich denn da machen, ey? Ich hab wieder so zurück Schläfer in meinem Team. Fucking Via Perosa und der wartet auf schönes Wetter. Ich verstehe sowas nicht. Unglaublich, die sind da die ganze Zeit nur am Pennen. Das ist. Sowas kann ich nicht nachvollziehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sowas verstehe ich nicht. Wirklich so ein Schläferteam, das ich hier habe. Die sind da so im Wachkoma. Machen wirklich gar nichts. Und der andere Dings, den ich da habe. Machen hier mal. Da ein bisschen. Das sollte hier mal ein bisschen. Hier mal die Deckung halten. Und nicht gleich wieder alle sterben, wie die fliegen. So. Jetzt hoffe ich, dass meine Artillerie ein bisschen was trifft. Was sie ja in der Regel nicht tut, wenn ich Artillerie mit... Ah, doch! Er hat's was erwischt. Bisschen niedergehalten, aber das war eigentlich ein Waste. So ein ziemlicher Waste. Ah ne, jetzt sagen wir nochmal was. LOL, er hat einen Arm verloren. Irgendwie hat die Artillerie der Italiener nicht viel Zielwasser getrunken. Kann das sein? Und hier mal ein bisschen Gas. Schnuppergas, Bösewicht. Aber ist nicht meine hier, die ganze Zeit hier. So. Die kommen da jetzt nämlich hier rein. Die Schmutzfüße. Ich sehe die hier nämlich. Ich höre hier eine Granate. Autsch. Ja, die stehen hier schon. Ihr habt den direkt dazu, oder? Nein, ich hab keine Munition mehr! Ich glaube, ich... Boah, ich
glaube, den haben wir verloren. Geh mal bei A wieder rein. So, da haben wir wenigstens, dass alle bei mir spawnen können. Wir haben natürlich nichts, womit wir irgendwas tun können. Das ist natürlich immer wieder schön. Concentrate on B, please. Hammer. Das alles voll. Das ist alles voll, Junge. Alles voll. Nein, ich habe keine Munition mehr. Ja. Ich habe keine Ein-Mann-Armee. Aber damit haben sie nicht gerechnet, die Drecksäcke. Was die da hier unten machen, das weiß auch keiner. Müsst B halten, Jungs. B. B müsst ihr mit eurem Leben verteidigen. So. Jetzt rennen wir rüber zu B. Hoffen, dass wir nicht gleich ein Moped ins Kreuz kriegen. Ah ne, das war nur bei Battlefield. Genau, so hier. Hier. Kacke. Drecksig. Irgendjemand wirft uns da ständig Phosphengas auf die Rübe. Ein Feuer. Oh! Ah, die haben auf mich geschossen, die blöden Spielzeuge. Stehen. Killer Queer, das ist mein Name. Sterben alle, wie die fliegen. Naja, ist halt auch so, dass die... Das Gegnerteam hat halt verstanden, was sie machen müssen. Nämlich zuerst B. Und jetzt müssten wir mal hier durch diesen Phosphennebel rein und B entschärfen. Oh ja, ich kann halt nicht auf fünf Seiten gleichzeitig schauen. Ich krieg halt null Support von den Vögeln. Als keine Sau. Die hocken da alle bei. Ich verstehe sowas nicht. Es ist halt. So kannst du halt nicht. Du kannst so halt nur verlieren. Ja, du kannst. Was willst du da noch tun? Außer irgendein Wahnsinniger, der es stark genug ist zu entschärfen. Da würde ich jetzt aber nicht drauf bauen. Das sehe ich auch schon. Machen sie nämlich auch nichts dagegen. Oh, und hinter mir einer und der andere guckt wieder nicht. Das ist so. Das sind solche Lappen. Es ist unglaublich. Also ich habe wirklich die Hirntoten alle in einem Team vereint.
Ich sollte nicht so übers Team herziehen, aber es ist halt wirklich, ich bin wirklich mit sehr beschränktem Publikum hier ausgestattet. Es ist wirklich, wie soll ich sagen, es ist wirklich, was meine? Nein. Dann gleich wieder bei mir spawnen können. Du hast den Drecksack, oder? Hast du den? Was meine? Da drüben ist einer. Da wirft einer Stielgranaten auf mich. Auf die Fresse. Heinrich, ihr wird nicht. Nein, und ich bin ein Blimpfisch. Ach Gottes Willen. Spott euch mal alles hier. Bringt zwar nix, aber... Bitte sagt mir, dass das unsere Artillerie ist und nicht die gegnerische. Du hältst mal die Fresse. So, da hinten sind noch ganz viele. Und neben mir sind auch noch ganz viele. Okay, ich renne durch. Okay, da unten, das ist... Das ist meine... Okay, das war... Ja, was soll ich denn da machen? Ich habe ständig 6 Leute gegen mich und mein Team besteht aus Hirntoten, Zurückgebliebenen, die sich da irgendwie zusammen gegenseitig die Zipfel klatschen. Da kannst du nichts reißen. Braucht man sich auch nicht wundern, wenn man so überrannt wird, wie wir das gerade werden. Naja. Nee, die Runde, die kann man getrost abhaken und vielleicht hilft's noch ein bisschen was, aber ich nehme nicht an, dass das was bringt. Bringt euch auch nicht viel. Vielleicht bringt meine Bomberstaffel noch ein paar Leuten den Tod. Aber große irgendwas machen wird sie wohl nicht. Avanti, Savoia! Ja. Doch, ein paar hat sie noch mit in den Tod gerissen. Schultiamoli duro, ragazzi! Haben auch keine einzige Flare oben. Jo. Nicht genau, was der tut, aber wir... Warte. Rechts kommen sie schon rein. LOL! Naja, wenigstens haben wir uns gegenseitig kaputt gemacht. Odeo, das war glaube ich die Sniper-Knarre, die so richtig reinzwiebelt. Naja. Wie gesagt, die deutsche Intervention hier. Der eine schreibt in Kyrillisch, das ist ein bisschen schwer. Ich
Leider habe ich ausgeschieden. Okay, wir haben keine einzige Dings in der Luft, Flair in der Luft. Wo ist der Tisch? Ich kann wir ja irgendwas hier noch bewirken. Wie wäre es mit Speerfeuer? Da irgendwo was rein. Vielleicht hier so ein Speerfeuer. So, dann wenigstens bei mir wieder spawnen die Leute. Dann kommen sie. Die war gut. Ich häng fest. Ich kämpfe mich jetzt einfach hier hin. Und sag jedem Hallo, der vorbeikommen möchte. Ich find's auch dreckig von den Leuten, dass die mitten im Spiel jetzt das Team wechseln. Jetzt hoffe ich, dass meine Artillerie mal sich dazu durchringen kann, auch mal zu feuern. Kann natürlich auch Pech haben und die Vögel kommen von hier, aber... Naja, man tut, was man kann. Mein Steg. Ne, meine Artillerie hat also gar nichts getan. War also nutzlos. Wie so oft. Okay, die halten die hier relativ gut auf. Ich hätte hier noch Senfgas. Ne. Oh, endlich einer, der mal Flares benutzt. Naja, den schicken wir jetzt Senfgas auf den Kopf. Das hält die ein bisschen auf. Okay, A nehmen sie schon ein. A können sie von mir aus haben. Aber B müssen wir einfach halten. Wenn es irgendwie geht. Es wird nur schwer. Lol, woher weiß denn der das? Dass ich da... Wie weiß der das? Der weiß doch gar nicht, dass ich hier bin. Kann der durch Wände schauen? Oder was? Da habe ich was verpasst. Ich habe weder habe ich mich bewegt, noch habe ich irgendwas getan. Und der weiß instant, wo ich bin. Also, ich habe ja schon viel Offensichtliches gesehen. Aber so offensichtlich... Mach wenigstens so, dass es geht. Ihr habt den Hacker, oder? So, ein bisschen noch Bomber hinterher. Damit, falls sie hier. Autsch, autsch, autsch. Ich möchte gerne mich verbinden. Gesinde. Oh, das ist ja gar nicht mit mir! One on B. Okay, ich habe ganz viele der Bomber getötet. Jungs, ihr müsst defenden. Hallo. Kann jemand hier mal... Autsch. Wollt ihr mich verarschen?
Was macht denn der mit deinem dämlichen Eispickel dort? Du sollst defenden, verdammt. Ja, geht doch. Da war noch einer. Ich habe ihn doch noch gesehen da. Ihr habt den. Nix da. Bedanke dich bei mir. Ja, ich muss jetzt alle ganze Zeit hinter mich noch schauen. Und der macht auch wieder, ne? Ich weiß, dass sie das tun. Wo ist hier einer? Oh! Noch und da kämpft der nächste rum. Komm, ich verstehe nicht, warum unser Team wieder nichts tut. Das ist mir immer wieder eine Freude, Leute zu sehen, die nichts tun. Naja, ich bin auch nicht viel besser. Vielleicht hilft ihnen noch ein bisschen was. Ja, die hat immer alles angehittet, meine Artillerie. Kommt, Jungs. Autsch. Da drüben ist einer. Okay, das war nicht deiner. Oh, okay, der ist am Entschärfen, das ist gut. Bringt mir gerade nicht viel. Wir hocken hier noch eine Dings hoch. Dass die hier. Doch, ich sehe halt gar nichts, weil der eine mir immer seine Dings entgegenschickt. Sieht es, glaube ich, schlecht aus. Ah. Nee.
glaube jetzt. Schade. Letzten Millimetern verlierst du noch. Schade. Aber ich glaube, beende hier, weil ich das Match nicht mehr zu Ende spielen kann, weil es sonst zu lange dauert. Ich weiß, es gibt noch sehr viele, glaube ich, noch ein paar Dinger, die es noch gibt, die da noch zu spielen sind. Wird der Absinktikus mich wieder rügen? Aber ja, habt ihr auch mal gesehen, wie man mit Hirntoten zusammen spielen darf, die es nicht schnallen, dass man sich auf B konzentrieren sollte und was, oder besser, wenn ihr aus meinen Misserfolgen und meiner Unfähigkeit etwas lernt, wenn ihr Isonzo spielt, dann merket Bomben immer vor Flagge. Flaggen kann man jederzeit immer wieder zurückholen. Ein Objective, das gesprengt werden muss, sollte immer verteidigt werden. Naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und ich sage Peace, ich bin Rosen. Auf Wiedersehen.